Herzlich willkommen zu Autospielen und einer neuen Folge von Zeig den Hobel, heute mit Tim. Hi Tim. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Ja, wir uns auch. Trotz des wechselhaften Wetters hast du deinen Weg zu uns gefunden. Ja, muss ja sein. Ne? Ja, muss ja sein. Eben. Sag uns mal, was hast du mitgebracht? Ja, ein Honda Civic Type R habe ich mitgebracht in der Championship White Sonder Edition. Mit dem 2 Liter Saugermotor und dem letzten großen Sauger von Honda. Und habe ich ein bisschen umgebaut als Rennstreckenfahrzeug und habe damit meinen Spaß bei Touristenfahrten. Alles klar, das heißt Nürburgring-Action ist eine Sache bei dir. Gerne auch woanders, aber da kam ich noch nicht zu. Hockenheimring hat bis jetzt nicht mit dem Termin gepasst. Okay. Wenn die haben nur bestimmte Tage im Jahr. Ja. Spa hat auch noch nicht geklappt, aber ist alles in Planung. Okay, wunderbar. FN2 ist der Modellcode, richtig? Perfekt. Dann führ uns doch mal rum und sag uns, was du von außen verändert hast an dem Auto. Ja, von außen ist als erstes sichtbar die Carbonhaube. Ja. Mit den Schnellverschlüssen. Genau, mit AeroCat-Verschlüssen. Richtig. Und Entlüftung. Ja, damit ein bisschen was in dem kleinen Motorraum ein bisschen was Luft ist. Ja. Dann natürlich die leichteren Felgen, die Sparko-Felgen. Genau, die sind sehr schick. Ja, eine größere Bremsanlage vom Renault Clio habe ich drauf. Vom Clio 3 RS ist der Bremssattel. Ah, okay. Und die Bremsscheiben vom 350Z. Ah, das ist ja also das richtig ist, querbeet. Ja, das ist das Beste, also das Günstigste, was man so kriegen kann für dieses Auto. Okay. Mit ein paar Tricks, mit einem Zentrierring für die Bremsscheibe und einem Adapter für den Bremssattel. Okay. Ja, außenrum sonst noch für ein bisschen die Optik, ein bisschen was von Maxtron Design. Schwert vorne und an den Seiten hier dran. Das Schwert ist hier, ne? Genau. Einfach ein bisschen was für die Optik. Lass uns mal ganz kurz über die Bremse reden, bevor wir weitermachen. Wie groß ist die Scheibe dann? Das ist eine 324er Scheibe jetzt. Okay. Halt originale vom 350Z und der originale Bremssattel und dann Ferrodo DS 2500 Beläge fahre ich zurzeit, vorne und hinten. Funktioniert auf der Strecke auch gut? Funktioniert besser. Die originale, die war sehr schnell am Ende. Alles klar. Die Original ist kein Festsattel oder auch Nee, das ist ein Schwimmsattel. Schwimmsattel, okay. Schwimmsattel und eine 300er Scheibe und das war definitiv sehr schnell am Ende. Ja. Und jetzt hast du 4 Kolben Festsattel vorne. Bremsenbelüftung ist original? Oder? Das ist keine Bremsenbelüftung. Das ist nichts. Ach so, das ist habe links die Ansaugung. Ach so, okay, ja, links Ansaugung, rechts richtig. Optische Belüftung. Richtig, einfach damit da sieht der Scheiß aus, wenn einer. Ja, alles muss klar. Das stimmen. Okay, wunderbar. Hier, Lucknuts, ja. Für die Optik wieder. Genau, Titan Design oder was ist das? Neonchrom Design, ja. Ja, was auch immer. Ja. Regenbogen Design. Die sind nicht eloxiert, deswegen platzt das nicht ganz so schnell ab. Deswegen fast mit der Felge. Irgendwo muss man auf die Optik ein bisschen achten. Ja, ne? Sieht nicht schlecht aus. Sieht sehr Japan-mäßig aus auf jeden Fall. Ne? Okay. Aber ist das Titanoptik, wenn die so angelaufen sind? Oder was ist das? Ich glaube, das schimpft sich Neonchrom. Neonchrom. Mm-mm. Okay, alles klar. Gut, also dann Frontschwert hast du schon gesagt, Seitenschweller. Ja, auch. Von welcher Firma war das noch? Maxtron Design ist Maxtron Design, okay. Die sind ganz gut im Kommen. Okay. Die waren am Anfang sehr unbekannt. Ja. Und jetzt mittlerweile gibt es auch mit ABEs und was nicht alles für alle möglichen Autos. Okay. Und das ist super. Ja, hinten originale Bremse noch, weil ich habe ja hinten kein Gewicht. Warum soll ich da eine größere Bremsanlage dran machen? Und eine 5 mm Spurplatte. Okay. Damit es besser fährt. Alles klar. So, dann kommen wir weiter mit runter. Ja. Runter, mit rum. Hier hinten habe ich noch eine Lippe eingespachtelt auf den originalen Heckspoiler. Seeker-Spoiler. Komplett. So, jetzt muss man nochmal aufklären. Bis wohin ist original und ab wohin bist komplett du? Hier. Also hier quasi ein Schlitz wäre original. Und das hier alles obendrauf ist aufgespachtelt. Ach was? Und komplett lackiert. Krass, machst du das beruflich? Nee. Weil das sieht echt super gut aus. Das habe ich auch machen lassen. Ach so. Das habe ich nicht selber gemacht. Da lasse ich die Finger weg. Alles klar, okay. So, leise Autos töten Kinder. Was ist denn soundmäßig dann hier Abgasanlagen technisch? Da rechts ist nichts. Ich habe nur Single. Da, wo schwarz ist. Nur da, wo schwarz ist. Ah, ja, jetzt sehe ich den. Ja, da ist eine Auspuffanlage von Matelius drunter. Matelius? Ja, die aus Finnland. Ach so, okay. Das ist nichts Deutsches, nichts. Das ist reiner Rennsport. Ah, okay, alles klar. Gut, auf jeden Fall hört sich es wahrscheinlich ganz schön... Ja, das ist laut. Das ist das, was ich möchte. Okay, ja, getreu dem Motto, ne? Ja, klar. Man hört dich kommen, du überfährst niemanden. Richtig. Zumindest keine... Kinder. Zumindest solange sie nicht taub sind. Ne? Ja. Der ist original so? Ja. In angerennsportet, sozusagen? Ist von der 50-Jahre-Edition. Aluminium-Tankdeckel. Das heißt, die hatten das auch nicht alle so? Nein. Okay. Ein normaler Plastik-Tankdeckel wäre das. Okay, cool. Die Nordschleife ganz groß drauf. Ja. Mit deinem Instagram. Ja, ein bisschen Werbung, Account. Ne? Ja, xtim
@FN2. Alles klar. Und hier. Ja. Anti-Regen-Dinger, damit du auch bei ein bisschen Feuchtigkeit. Richtig, noch weil Klimaanlage ist nichts für mich und deswegen immer ein bisschen Fenster auf. Ja. Ein bisschen Luft. Und dann wirbelt es nicht so rein. Ja. Ja, perfekt. Dann mach doch mal die Haube auf. Dann gucken wir mal, was da drunter so ist. So, was sehen wir vor uns? Ein K20 Z4. Alles klar. Ein Motor, der viel Geschichte schon geschrieben hat, ne? Ja, eigentlich. In welcher Hinsicht? Okay. Sag uns erstmal ganz grob, hast du irgendwas verändert? Der Motor an sich ist Serie, die Innereien sind Serie, nur die Ansaugung habe ich überarbeitet. Die läuft vom Nebelscheinwerfer aus, komplett in den Luftfilter, andere Luftfiltermatte und dann durch die Silikonstäuche in den Motor. Klar. Okay. Aber mehr ist nicht verändert? Nein, sonst never touch a running system. Ja. Nie Probleme gehabt bis jetzt und auch weiterhin, denke ich mal, nie Probleme haben werden. Dafür ist Honda echt bekannt, ne? Dass die gute Motoren bauen, ne? Was hat er runter jetzt? 160 fast. Und nichts gewesen? Nicht mehr Ölverbrauch. Krass. Und kriegt ordentlich in die Fresse wahrscheinlich bei dir, ne? Aber auch immer warm fahren, kalt fahren. Ja gut, das ist ja Standardprogramm eigentlich, ne? Sehr schön. Ich sehe noch ein Ölmittel da ist schon. Ein Kühlmitteldeckel. Ja. Mugen. Aber... Der ist nur Optik. Nur Optik? Der macht nichts. Okay. Alles klar. Weil manchmal haben die andere Öffnungsdrücke dann so diese Zubehördinge, aber der ist nur... Alles... Nur eine Kappe. Ah, nur eine Kappe, alles klar. Okay, der Block ist, hattest du gerade gesagt, wird praktisch weiterverwendet, richtig, ne? Auch heute noch bei Honda, ne? Wird heute auch noch weiterverwendet in den neuen aktuellen Tabea-Modellen. Das heißt, auch in den turboaufgeladenen Motoren ist der gleiche Grundblock hier drin. Richtig, das ist der gleiche. Das finde ich ja sehr spannend, muss ich sagen. 201 PS. Richtig. Genau, ein PS mehr als der Vorgänger. Ja. Ja, wir sind in Deutschland, da muss man jeden PS zählen. Ja, sicher, ganz, ganz wichtig. Und VTEC. Richtig. Da gibt es natürlich auch nochmal mehrere Unterkategorien, ne? Das ist iVTEC, das ist mit Einlass- und Auslassnockenwelle. Einlass- und Auslassnockenwelle, okay. Und ganz grob gesagt hast du praktisch auf den Nockenwellen zwei verschiedene Nockenwellenprofile. Ja. Ne? Und bei einer bestimmten Drehzahl und einer bestimmten Last, und ich glaube, es gibt noch mehr Faktoren, wird dann dieses Schlepphebelpaket praktisch verblockt durch so einen Stift. Richtig. Und das sorgt dann dafür, dass du bei erhöhten Anforderungen das etwas schärfere Nockenwellenprofil praktisch zur Anwendung bringst. Ne? Ja. Und dadurch dann einfach mehr Leistung und mehr Drehmoment anliegt. Klar. Ab welcher Drehzahl schaltet das? 5500 Umdrehungen. 5500 Umdrehungen. Und dann geht es hoch bis 8,5. Das können wir dann ja gleich mal ausprobieren. Darfst du gerne machen. Ja, bin sehr gespannt. Dafür ist er da. Dafür ist er da. Die Carbonhaube, von dem ist die? Hatten wir schon gerufen? Die ist No Name. No Name. Ja. Aber leicht ist sie. Richtig, das war der springende Punkt. Ja. Gut. Und den war auch kostengünstiger. Okay, was kostet so ein Ding ungefähr? Neuer 800 Euro ungefähr. Auch viel Geld, aber für eine Carbonhaube wahrscheinlich im relativ... Im Endeffekt, klar, ist das... im Gesamtpaket hat leichter und deswegen. Ja. Irgendwo, wenn man vorne einen schweren Motor hat, muss man vorne auch abstecken. Ja. Cool, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, Klappe zu. Bummeln. Und dann können wir uns nochmal den Innenraum angucken kurz. Ja. Du links, ich rechts. Aero-Catch ist geil, ne? Ja, Weste. So. Mach mal auf hier. Im Innenraum sehen wir erstmal das absolute Raumschiff-Cockpit, ne? Ja, klar. Das fand ich immer cool. Obwohl die Supra meiner Meinung nach schlimmer ist. Also, welche meinst du, den damaligen? Die MK4. Ja, okay. Die finde ich, wenn man drin sitzt... Findest du noch UFO-mäßiger? Ja, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber es schimpft sich ja UFO, das Auto. Die wird auch von so betitelt praktisch. Richtig. Von der Community. Richtig. Okay. Das Auto ist ein UFO. Ja, sieht auch ein bisschen so aus, ne? Ja. Sitze, original. Richtig. Damit bin ich durchaus zufrieden. Ja, Recaros sind das, ne? Ja. Das Recaro? Ja. Bügel hast du drin. Mhm. Schaltknauf, die gleiche Optik wie deine. Richtig. Standards. Lenkrad hast du von Sparco. Ja. Viel mehr ist gar nicht, ne? Momo-Narbe. Ah, okay. Und die Gurte hast du noch, die Sandra. Ja. 4-Punkt-Gurte. Viel mehr geht's gar nicht, ne? Ja, durchaus nicht. Öltemperaturanzeige habe ich schon nachgerüstet. Ah, genau, die Corso, ne? Richtig. Ja. Okay, aber Ölkühler oder so fährst du nicht? Da hat er serienmäßig an? Nein, hat er nicht, aber ich komme mit den Temperaturen bis jetzt klar. Okay, cool.
Das ist alles im Rahmen. Ja gut, dann lass mal einschenken. Ja klar. So Tim, wir sind angekommen in deinem UFO. Richtig. Ich schneide mich mal nicht mit den 4-Punkt-Gurten an, weil ich die sonst enger machen müsste. Und das ist so ein bisschen gefummelt, hast du gesagt? Ja. Sieht man ja auch. Das hat auf mich eingestellt. Genau, ich schneide mich mal ganz normal an. Und das Erste, was mir auffällt, ist, man sitzt relativ hoch. Ja. Aber das ist wahrscheinlich eher der Sitzkonsole anstatt dem Sitz selber geschuldet, ne? Nee, das liegt daran, dass der Tank unter uns ist. Ach so, ehrlich? Ja, und irgendwo muss das Platz... Ja, okay, alles klar. Okay. Hast du Probleme mit dem Helm so oder nein, geht's? Nein, ich mit meiner Körpergröße gar nicht. Okay, alles klar. Gut, dann labern wir mal nicht so viel. Ich gewöhne mich noch ein bisschen an dieses echt super abgespacete Cockpit. Mit 3 Monitoren, ne? Ja. Und einem Drehzahl bis in der Mitte. Okay, Bremse los. Das. So, und jetzt starte ich. Und das ist ziemlich... sehr japanisch. Ja. Ich habe einen Schlüssel, ganz normal auch. Richtig. Und einen Startknopf. Richtig, auf Stellung 2 und dann drücken. Okay, also jetzt drücken. Ja, er ist schon mal sehr präsent, auch im Stand, ne? Ja. Klanglich. Gut, alles klar. 6 Gänge. Richtig. Mit einem D1-Spec Schaltknüppel bedient. Ja, die originale Kugel rutscht man zu schnell ab. Ah, okay. Also du mit der Hand rutscht ja, da zu schnell richtig. Ab. Okay, so. Sitzposition passt auch halbwegs. Wir sind ja ungefähr gleich groß. Es ist echt ein sehr zerklüftetes Cockpit. Aber irgendwie finde ich das cool. Ich fand das schon immer cool. Ich wurde mal von einem, ich wurde mal nach Hause gebracht mit so einem Auto. Mhm. Aber ein Type S. Ja. Aber da fand ich dieses tüdelige Cockpit schon irgendwie sehr geil. Ich sag dazu immer die Billigform des Head-Up-Displays. Ja, sozusagen. Ja. Kurz davor, ja. Aber ich find's cool, ich finde das richtig cool. Das ist mal was ganz anderes als diesen Einheitsbrei. Ich bin super zufrieden mit diesem Auto. Ja. Cool, cool, cool. So, gucken. Worüber wir eben noch gar nicht gesprochen haben, ist das Fahrwerk. Ja, hier ist ein K-Sport Gewindefahrwerk verbaut. Ja. Mit Univaldomlagern und jede Menge Sturz vorne. Okay. Und hinten durch die Verbundlenkerachse der originale Sturz von minus 1,3 Grad, also 1 Grad, 3 Minuten. Ja. Okay, 1 Grad, 3 Minuten. Ja. Und sonst bin ich mit dem Fahrwerk sehr zufrieden. Alles klar. Okay. Und du hast gesagt, hinten könnte man noch so Sturzscheiben zwischenbauen, richtig, ne? Wenn man den Sturz verstellen wollte an der Hinterachse. Kann man, ja. Genau, aber die Hinterachse ist schon das Stichwort, denn der Vorgänger hatte noch eine Einzelradaufhängung, ne? Richtig. Also ja. Das Auto hier wurde von der Presse zumindest ja nicht immer nur positiv kritisiert, sondern er wurde ja ein bisschen schwerer, ne? Ja. Als der Vorgänger und wie gesagt, er hatte diese Verbundlenker-Hinterachse und das ganze Fahrverhalten sollte nicht mehr so dynamisch sein, wenn man den Journalisten Glauben schenken möchte, wie beim Vorgänger. Das mag ich zu bezweifeln, aber das Fahrgefühl von diesem Auto ist erste Sahne. Okay. Das in jedem Fall. Dann fühlen wir das ja gleich offensichtlich auch, das erste Sahne-Fahrgefühl. Die Gänge gehen sehr leicht rein, also man braucht kaum Kraft, finde ich. Und die Position des Schalthebels ist auch ein bisschen nach oben verlegt, sowieso schon ab Werk, ne? Das finde ich ja echt ganz cool. Der Vorgänger hatte das ja noch weiter hier oben. Richtig. Ne? Das sah ja fast aus ein bisschen wie in den alten Citroëns, glaube ich, mit der Revolverschaltung. Ein bisschen anders, er hat mich das immer erinnert, aber ja, es dient an Sprinter. Natürlich. Ja, oder so, genau. Aber es dient ja natürlich dazu, dass du weniger Abstand zwischen Schalthebel und Lenkrad richtig, hast. Ne? Ja. Ja, also für die Fahrdynamik auf jeden Fall zuträglich, wenn man so möchte. Ja, das UFO, ey. Sehr cool. Wie bist du zu dem Auto gekommen? Erzähl mal. Mein allererster Wagen war dieses Auto mit der niedrigsten Motorisierung. Okay, das ist der stand beim Honda-Händler, preiswert dort und ich brauchte ein Auto mit 17 und dann... Führerschein mit 17 gemacht? Ja. Standard. Und dann bin ich in Probe gefahren und einfach das Fahrgefühl schon von dem Normalen hat mich überzeugt. Ja. Und dann mit 17 war schon klar, ein Type R muss es irgendwann sein. Ja. Und dann auf dem Arsch gesetzt, gearbeitet und gespart.
somit dann vor 3 Jahren meinen Traum erfüllt. Cool. Und du bist sehr zufrieden, sagst du, ne? Ja, ich bereue keinen Meter mit diesem Auto. Perfekt. Das ist sogar die Championship White Edition, hast du gesagt, ne? Richtig. Erklär doch mal einmal, was da anders ist als bei dem normalen Type R. Die größte Änderung ist vorne auf der Vorderachse ein gesperrtes Differential. Eine Lamellensperre, ganz normal? Lamellensperre, ja. Weißt du, wie viel Prozent Sperrwirkung die hat? Es sind genug Gerüchte verbreitet, genau weiß okay, ich nicht. Alles klar. Vielleicht kann uns die Kommentarspalte nochmal ein bisschen aufklären an der Stelle. Okay. Ich weiß noch, wie ich vor dem Schaufenster stand bei unserem lokalen Honda-Händler. Auch vor dem Auto Championship White Edition. Mhm. Ich fand das so genial, die Optik mit den weißen Felgen und alles. Das fand ich so cool. Naja, ja. Und jetzt fahre ich ein. Sehr gut. Sagst du auch mal Honda fahren? Ja. Stimmt, ist der erste Honda, den wir fahren. Ja, hast recht. Ja, ist es, tatsächlich. Vergleichbares Auto hast du schon gefahren, den Clio. Den was? Den Clio. Ach, den Clio, ja. Obwohl, ist das hier nicht eher Megane-Klasse dann? Nein. Megane ist höher. Okay. Mit den Clios werden die gleichgesetzt. Okay. Von der Leistung her, man kann keinen Turbomotor mit Saugermotor vergleichen. Nee, ja genau. Und du sagst es schon. Nach dem hier, das ist ja der letzte Sauger Civic Type R, ne? Nach dem hier ist der Turbo gekommen. Richtig. Was hältst du davon? Findest du gut? Oder? Ich bin Sauger-Fan. Ja. Das ist klipp und klar. Okay. Deswegen fahre ich ihn eben, weil ich einen Saugmotor mag. Also, das war halt, glaube ich, einfach auch ein bisschen der Konkurrenz geschuldet damals, ne? Der Schritt zum Turbo bei Honda. Weil alle von Turbomotoren mittlerweile. Das hatte viele Gründe, auch Abgasnormen betreffend. Okay. So, 80 Grad Öl haben wir, ein bisschen geben wir ihm noch. Und dann können wir mal die Abgasanlage hören. Die aus dem Endschalldämpfer im Prinzip besteht, ne? Richtig. Also Mittelschalldämpfer ist entfällt. Entfällt. Wie ist die Firma nochmal? Metelius. Das ist Rennsport aus Finnland. Rennsport aus Finnland. Und jetzt Rennsport am Nürburgring sozusagen. Richtig. Zumindest die Atmosphäre. Und wir haben gerade beide gerätselt, die Servolenkung. Ist die elektrohydraulisch oder rein elektrisch? Du hast gesagt, du hast noch keinen Ausgleichsbehälter gefunden, ne? Nein. Also keinen Ölbehälter gefunden. Nein. So. Ja. Da habe ich noch keinen gefunden. Und du hast das Auto jetzt wie lange? 3 Jahre. 3 Jahre. Ja gut, okay. Das spricht ja dann schon dafür, dass dass sie rein elektrisch ist, ne? Ja. Aber so die Bedienkraft ist erstmal so ist nicht zu leichtgängig, finde ich. Nein, die ist, wenn man in anderen Autos sitzt, wenn man dann wieder in ihn steigt, ist sie sehr schwer. Ja. Aber ich finde das ja gut, ne? Wenn das nicht so mit einem Finger zu bewegen ist, dann hat man das auch irgendwie ein besseres Gefühl für das Ganze, ne? Man braucht einen Widerstand. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Da hört sich gut an, ne? Ja. Hört sich richtig, richtig gut an. Ja, Mensch, ey. Und ja, die Motoren sind einfach standfest, die ne? Halten. Und auch die wurden ja praktisch im Aftermarket-Bereich auch oft schon Turbo aufgeladen dann, ne? Ja klar, das in jedem Fall. Eher Kompressor bei diesem Auto jetzt, wegen der Bauweise. Ja, und er hält ja auch die Charakteristik noch so ein bisschen mehr, ne? Und ist auch bautechnisch, hier hat jemand einen kleinen Ausritt offensichtlich gehabt. Ja, ist ja also ein bisschen weniger bautechnischer Aufwand. Und er hält die Saugercharakteristik noch mehr, ne? Aber man hat ja auch schon die verrücktesten Turbo-Umbauten mit den K20 gesehen, ne? In jedem Fall. Und die Blöcke machen das alle so mit, ne? Die machen das alle. Also man sagt, der Block an sich ist so standhaft bis 330 PS. Okay. Das heißt, ein Kompressor kann man einfach drauf und Spaß haben. Ja. Ja, das ist ja auch ungefähr wahrscheinlich die Region, die man mit einem Kompressor so erreicht am Anfang, ne? Ja. Mit geringer Aufladung. Ja, ja, mit genau, klar, kannst du, ist alles immer ladedruckabhängig, die Standfestigkeit. Fahrwerkslagermäßig ist alles Serie? Alles Serie. Okay. Da ist noch nichts ausgeschlagen. Nee, wie viel hat er jetzt runter? 160. Das ist alles noch das erste.
Alles das Erste. Ja. Und das spricht schon wirklich für die Qualität, muss man sagen. Ja. Weil du fährst seit wann fährst du damit auf der Rennstrecke? Seit Anfang an, seit 3 Jahren. Krass, ey. Seit 91.000 Kilometer. Und alles? Und der wird schon hart reingenommen, den Wagen, ja. Ne? So, ich würde sagen, temperaturmäßig können wir jetzt mal. Ja, ne? Klar. Und auf diesen Satz freue ich mich seit vielen Jahren. Ja, und das merkt man richtig, ne? Ja. Also man hört richtig, wie der umstellt. Ja. 5,5 hast du gesagt, war richtig. Das, ne? Kurz runter und dann... Ja, du musst ihn schon drehen, ne? Unten ja, ist nicht viel, aber oben ist richtig verdaut. Und wenn du zu schnell fährst, weißt du es auch sofort, weil du es echt direkt im Blick hast. Ja, klar. So, hier... Klimper, Klimper, nicht viel Soundisolierung. Ne, gar keine. Teppich abgeschnitten, hast du gesagt. Ja, ne? Richtig. Ja. Ah, das ist richtig geil, da musst du richtig arbeiten. Und du hörst die Schwelle so deutlich. Ja. Da, und dann geht er richtig. Darunter ist so ein bisschen, boah, ne? Ja, das ist normaler Alltag. So, genau, Einkaufswagen-Bonus, sag ich schon. Einkaufen fahren Modus. Ja. Aber drüber ist richtig Action. Richtig geil. Ah, das ist schön. Das ist eine richtig schöne Charakteristik. Ja. Und die Pedale sind richtig gut, finde ich. Vor allen Dingen zum Zwischengas geben. Und er hört sich richtig gut an. Ja, aber die Pedale liegen richtig gut. Also ja. Du kannst perfekt direkt Zwischengas, alles super. Und wieder ausdrehen ist natürlich echt Hammer, ne? Ja, wir sagen es so oft, aber solche Motoren sterben ein bisschen aus, ne? Leider Gottes, ja, in jedem Fall. Leider, leider. Aber solange wir sie noch fahren können? Solange wir überhaupt noch Auto fahren können. Ja. Man wartet immer auf 5,5, ne? Ja, wie gesagt, also Pedale finde ich richtig gut. Getriebe ist super sahnig. Ja. Echt. Also ich hätte es mir von der Bedienkraft mehr, also schwieriger oder nach mehr Bedienkraft. Ich hätte mir mehr Bedienkraft vorgestellt, so das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Und ich hätte mir die Lenkung leichtgängiger vorgestellt. Aber das mit der Lenkung ist ja sehr gut. Ja, ein bisschen Kopfnicken ist noch, aber ja. Sehr cool. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was die hier alles... Achso, das ist nur vom Baum. Ja. Ich dachte, hier hat sich auch einer langgelegt. Fahrwerk hast du schon gesagt, aber Reifen hast du noch nicht gesagt. Ja, ne? Ich fahre seit ungefähr 2 Saisons jetzt den Michelin Pilot Sport Cup 2. Okay. Mit dem bin ich auch durchaus zufrieden. Ja. Eben auch, weil er eine geringe Nasshaftigkeit mit sich bringt. Geringe Nasshaftigkeit? Oder was? Ja. oder eine gute Nasshaftung? Nein, im Vergleich zu anderen Semis bzw. Rennsportreifen, die komplett bei Nässe knickbar sind, also, okay, ist er noch gemütlich auf der Autobahn im Regen fahrbar. Okay, alles klar. Also eine relativ gute Nasshaftung. Ja. Also kannst du das für alles benutzen, ne? Richtig. Ich dachte gerade, was ist eine geringe Nasshaftigkeit? Aber dann haben wir das ja auch noch gelöst, ja. Gelüftet, das Rätsel.
Deutsche Sprache, schwere Deutsche Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ey, ich verhaspel mich so oft, es ist unnormal. Und alle Leute sagen immer, ich sag zu viel M und das stimmt auch wirklich. Ich arbeite dran. Trinkspiel. Ja, oh Gott, nein, lass das bitte nicht anfangen. Sonst sind die Leute alle nach den ersten 5 Minuten in unserem Video besoffen. Nicht gut für eure Lebern. Ah, das ist ein schönes Auto. Ja. Das ist ein richtig schönes Auto. Und du benutzt das Auto auch im Alltag und auf der Rennstrecke? Ja, also selten im Alltag, aber meistens. Es kommt auf das Wetter an. Okay, alles klar. Ja, mit dem Wetter haben wir gerade noch Glück. Ne? Es ist ja richtig Gewitter angesagt. Aber du hast gesagt, wir gehen mal auf Risiko. Ja, klar. Und das war sehr richtig. Weil, vor allen Dingen bei so einem Motor. Ja. VTEC! Der marschiert dann richtig gut. Also ja, wenn du einmal über diese VTEC-Schwelle drüber bist, dann marschiert er richtig gut. Und vor allen Dingen dreht er auch schön aus, ne? Ja. Das lädt halt echt ein zum Ausdrehen. Ach gut, du hast sogar einen Schaltblitz sozusagen, richtig, ne? Geil, das ist ja richtig cool. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so Fehlerplatz, sag ich mal. Weil du kommst ja echt schnell, du drehst ihn echt schnell aus dann auch, ne? Untenrum ist gar nichts und obenrum geht dann. Ja, obenrum ist er echt ein bisschen müde, aber das ist ja eigentlich, ja, man kann ja fast schon sagen, so gewollt, ne? Ja, muss ja. Geil. Oh, ich mach zu viele Autogeräusche nachher. Und mit dem Fahrwerk bist du zufrieden auch? Ja, ich bin durchaus zufrieden mit dem Fahrwerk. Also man kommt hier halt, man kann ja super schwer was zum Fahrwerk sagen, weil erstens fahre ich das Auto 5 Minuten lang gefühlt und halt auch einfach null im Grenzbereich. Deswegen ist es echt schwierig, da irgendwas Aussagekräftiges von sich zu geben. Für das, was das Fahrwerk kostet, ist das wunderbar. Okay, was kostet das Fahrwerk? Da bist du bei dem Auto bist du bei 1.300 Euro. Ah, okay, das geht echt. Und es ist ein Gewindefahrwerk. Ist in Zug- und Druckstufe verstellbar? Richtig. Aber zusammen wahrscheinlich, ne? Also ja. Nicht getrennt zusammen. Also zusammen Druck- und Zugstufe verstellbar, ja, und die Federvorspannung getrennt von der Höhe einstellbar. Schönes Auto. Schönes Auto, finde ich echt cool. Und die Lenkung, ich finde, ja, das ist schöne Kraft, schöne Bedienkraft. Und die ist auch relativ direkt, ne? Also ja, du brauchst nicht so direkt, wahnsinnig viel direkt, Bewegung, ja, um das Auto dahin zu lenken, wo du hin möchtest. Mhm. Wie viele wurden davon gebaut? Es gibt keine offizielle Zahl von Honda, es gibt nur Gerüchte, die sind bei 1.999 Stück. Okay. Weltweit von der Championship White. Das ist nicht viel, ne? Nein, das ist was Besonderes. Ich muss nochmal einmal. Ja, da war der Begrenzer. Ja. Aber das ist auch so ein richtig schön aggressiver Begrenzer, ne? Den kennt er, ausweichen. Benutzt du auch manchmal, ne? Muss ich. Bremsanlage. Ja. Sonst vorher war das nicht so. Nee, vorher nicht. Aber jetzt schon und auch kein Fading mehr oder sowas. Nee. Also Bremse ist das Beste, was man bei dem Auto machen kann, in jeglicher Hinsicht. Also Käfig oder Zelle? Ja, komplett Zelle. Zelle? Ja. Einschweißzelle? Ja. Hier war eine Zelle drin? Eine eingeschweißte? Ja. Okay, und dann hast du gesagt, nicht mehr? Nee, nicht mehr. Das und dann hast du rausgriff? Aber hier sind überhaupt keine Markierungen oder so? Nee, die war unten komplett festgeschweißt, war die nur. Ach so, also ja, die Zelle, okay. Also da und in sich auch verschweißt oder nur verschraubt?
in sich auch verschweißt. Ach so. Und dann habe ich komplett... Ach was, da hast du komplett alles wieder raus? Richtig. Alles wieder so weit gemacht, wie es sein soll, um dann auf Bügel zurückzugehen. Was hat dich dazu bewogen? Der Blick aufs, auf die Zukunft mit dem Auto. Weil du damit nicht mehr nur... Oder ja, auch im Alltag mehr fahren richtig, wolltest? Richtig, ja. Okay, alles klar. Ach krass, das habe ich aber auch noch nicht gehört, dass einer eine Zelle wieder rausgeschmissen hat. Okay. Ja, aber war für dich die richtige Entscheidung, sagst du? Ja. Ich bin so zufrieden, so ja. Bewegbar in ethischer Hinsicht. Ja. Okay. Also bei dem Getriebe, tatsächlich, ich habe wirklich, habe ich schon gesagt, mehr Bedienkraft erwartet. Das muss man sich am Anfang, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen, dass man da immer genau den richtigen Gang trifft. Ja. So. Ich habe ja auch einmal ein bisschen gemacht. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Alles in Ordnung. Sei es dir verziehen. Ja, danke schön. Tut mir leid, Honda. Aber ja, ansonsten, man findet die Gänge auf jeden Fall. Ja. Das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Ja, Bremsgefühl finde ich sehr cool. Motor mega. Hammer-Feeling. Sehr japanisches Gefühl auch, ne? Und Motor noch gar keine Probleme gehabt, ne? Gar keine Probleme. Noch nie eine Lampe angehabt, nichts. Keine nichts. Kühlmittel, also Kühlmittel wird nicht zu heiß, auch auf der Rennstrecke. Alles unter Kontrolle. Alles so, wie es sein soll. Wo kommen wir öltemperaturmäßig hin auf der Rennstrecke? Bei um die 114 Grad, 115 Grad komme ich hin. Wie das jetzt aussieht, wenn da ein paar Grad wärmer ist draußen, würde ich dir zeigen. Sonst muss einer rein. Gut, mal gucken. Du hältst uns hoffentlich auf dem Laufenden. Und die Sitze finde ich auch cool. Also man sitzt halt sehr hoch, aber du hast ja gesagt, das ist Benzintank bedingt. Aber ansonsten vom Seitenhalt für einen Seriensitz super geil. Okay. Ja, in jedem Fall. Deswegen sind sie auch noch drin. Auch wenn ich natürlich Gewicht sparen könnte, aber... Ja, aber es geht ja nicht ums Selbstprogramm. Wir fahren um die goldene Ananas, wie wir immer schon sagen. Also, hier habe ich wenigstens bei jeder Kontrolle keine Probleme. Ja, und das ist sehr, sehr viel wert unter Umständen. Richtig. Ne? Das ist gut. Ja, mein Gott. Ja, ich könnte mich dran gewöhnen. Schönes Auto. Tim, danke schön. Und jetzt kommt das absolute Ritual. Nee, kommt gar nicht. Ich mache den so wieder aus, ne? Ja. Ah, ich dachte, ich mache ihn jetzt auch wieder so an. Aber nee, da steht ja nur Start drauf. Okay, ich mache ihn aus. Und sage, danke schön, dass ich ein Auto fahren durfte. Immer wieder gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir hoffentlich auch ein bisschen auf dem Beifahrersitz. In jedem Fall. War was Neues. Ja, cool. Dann, wenn euch das auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben über Instagram oder über Facebook. Oder natürlich die Videos kommentieren, aber wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt ihr uns über Instagram oder Facebook und dann drehen wir sowas mit ein bisschen Glück auch mit euch. Und ihr könnt uns in Zukunft, wir basteln immer noch dran, aber ihr könnt uns in Zukunft bei Steady auf jeden Fall und wahrscheinlich auch bei Patreon in Zukunft unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr und wenn nicht, alles gut. Wir haben euch trotzdem lieb. So, Tim, gehst du jetzt noch auf die Strecke? Nee, gehst du nicht, weil VLN gerade ist. Richtig. Das heißt, du gehst jetzt wieder nach Hause, fährst jetzt wieder nach Hause. Ja. Dann gehen wir scheiße. Gehen wir scheiße, aber so schön wie er ist, bietet sich das Fahren ja an. Richtig. Alles klar. Tim, mach's gut, danke, bis zum nächsten Mal und euch sage ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.